So Leute, willkommen hier zu einem kleinen, aber feinen Hextech Opening. Und Leute, hier, ihr seht schon, ich habe 24 Kisten und 23 Keyfragmente und ich war die ganze Zeit so ein bisschen am struggeln, ob ich überhaupt ein Video darüber machen soll, weil ich weiß nicht, ob euch das interessiert, weil ich mache halt nur Kisten auf, ja. Aber dann wollte ich auch nicht die Kisten einfach jetzt aufmachen ohne Kamera, weil vielleicht mache ich ja ein Video drüber. Deswegen war, ne, ich hatte da ganz viele Probleme und jetzt, deswegen würde ich sagen, ich blende jetzt einfach hier so eine Anzeige ein und ein Daumen nach oben heißt, ich mache das Video. Daumen nach unten, nee, interessiert uns nicht, mach irgendwas anderes. Also ich warte dann einfach eben. Habt ihr schon abgestimmt? Ne, nicht? Okay, ja, dann kein Ding, ich habe Zeit, ich warte noch ein bisschen dann einfach. Oh, ihr seid also dafür. Ach ja, nice. Dann fangen wir doch direkt mal an, würde ich sagen. Das letzte Opening ist übrigens schon 4 Monate her. So lang, und seit diesen 4 Monaten habe ich halt keine Kiste mehr aufgemacht. Ich habe ab und zu LOL gespielt, halt diese Schlüssel hier bekommen und alles, die wir jetzt direkt mal zusammensetzen. Wie geht das nochmal? Einfach Forge, ne? Yes. Ja gut, das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache jetzt, ne, ich cut jetzt einfach. Ich setze jetzt einfach eben schnell zusammen die Schlüssel alle. Oh nein! Oh, ich habe aus Versehen schon eine Kiste aufgemacht, Leute. Fuck, das wollte ich gar nicht. Okay, wir haben den Garen-Skin. Geil. Eigentlich war ich noch dabei, die Schlüssel zusammenzumachen. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich mache aber noch eben schnell die anderen Schlüssel fertig. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, wir haben jetzt 6 Schlüssel, ja. Ein Keyfragment fehlt mir leider noch. Den hätte ich noch einen 7. gehabt. Beziehungsweise einen 8. Einen habe ich ja jetzt gerade schon benutzt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, direkt die Kisten aufzumachen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ein paar mehr Schlüssel rauskriege. Ich vergesse mal, wie teuer das eigentlich ist. Workshop Nunu. Den Skin kenne ich gar nicht, aber guckt euch mal diesen Blick an. Guckt euch mal den Blick an, bitte, von Nunu. Wie geil, der guckt so richtig ernst, so richtig böse so. Hey, richtig geil. Ja, würde ich Nunu spielen, dann wäre der auf jeden Fall ganz nice, aber ist nicht so mein Champ. Der ist irgendwie ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Okay, nächste Kiste. Und Prehistoric Anivia. Spiele ich auch nicht. Ich hoffe übrigens, dass die Qualität überhaupt jetzt okay ist, weil irgendwie kann ich mit dem neuen Client, spack das rum mit der Aufnahme vom Client, deswegen muss ich das jetzt so ein bisschen anders aufnehmen, ein bisschen komisch, mal gucken, ob das passt. Ich hoffe es. Wenn die Qualität ein bisschen schlechter ist als sonst oder ein bisschen kacke vom Client, dann müsst ihr mir das leider verzeihen. Es tut mir leid, es tut mir aufrichtig leid. Okay, gib mir mal einen Skin, den ich auch benutzen kann. Ja, Frostscreen Janna, danke. Also Skritzel, falls du das siehst, möchtest du den Janna-Skin haben. Du spielst ja gerne Janna und ich brauche den absolut nicht. Deswegen schenke ich dir gerne. Oder ich werde jetzt Support-Main. Hm. Könnte man auch machen. Oh, geil, Kindred. Ja, nice, cool. Wobei, ich brauche das noch. Man braucht ja diese blauen Essenzen, um... Ich weiß nicht mal mehr, wofür man die braucht. Ich glaube, um Level 6 und 7 und so zu kriegen, ne? Ihr seht, ich habe mich da auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe überall diese ganzen Tokens. Interessant ist auch, ich habe hier anscheinend 3... Was sind das? Level 7 sogar? Ja, ich wusste nicht mehr, dass ich... Braucht man dafür nicht S+. Ich wusste nicht mehr, dass ich das habe. Dass ich davon 3 Tokens habe. Ich dachte, ich kann nur 2 haben. Was soll ich denn mit 3? Wie soll das denn gehen überhaupt? Naja. Okay, nächste Kiste. Rumble. Oh, nice. Noch ein Champion. Geil. Wie viele Schlüssel haben wir noch? 2 Stück? Ne, 1 nur noch. Oh, shit. Okay. Drückt mir die Daumen, Leute. Das ist jetzt die letzte Kiste. Ich weiß, es wäre sehr spektakulär dann, das Video. Und ne, mega viel gab es zu sehen. Okay, die letzte Kiste, Leute. Drückt mir die Daumen. Das muss ein Skin sein. Kein Champion, kein Champion, kein Champion, kein Champion. Kein Champion, kein Champion. Caitlyn! Das ist ja... Okay. Ja, das war ja eine echt tolle Ausbeute. Gut, ich möchte das aber noch nicht jetzt hier direkt beenden, denn wir haben hier noch ein paar Skins frei. Was haben wir hier? Shyvana, LeBlanc, ja, Janna, Kata und keine Ahnung. Ist das Miss Fortune? Oh, Secret Agent Miss Fortune. Nicht schlecht. Und diesen geilen Fisk-Skin, den haben wir übrigens im letzten Video bekommen sogar. Und ich habe immer noch nichts damit gemacht, weil, wie gesagt, ich war in diesem System, war ich jetzt seit 4 Monaten nicht mehr drin, habe nichts damit gemacht. Und trotzdem konnte ich nur so wenige Kisten aufmachen. Habe ich wohl nicht genug gezockt. So, wie viel blaue Essenz brauchen wir denn für Level 7 Ezreal? Ich habe nur 2 Champions auf Level 6. Und die habe ich auch bei dem letzten Video auf Level 6 gebracht. Ezreal und Lucian. Und, ach, man braucht sogar 3 Tokens für Level 7. Das wusste ich nicht mal. Gibt es eigentlich schon Level 8? Boah, ich kenne mich ja gar nicht aus mit dem System, ne? 600 blaue Essenzen. Gut, wo haben wir denn die Champions? Hier. Die können wir jetzt alle in blaue Essenzen disenchanten. So, habe ich jetzt mit 2 Stück gemacht. Und jetzt müssten wir, ja,
Level 7 kriegen, oder? Jetzt seid ihr dabei, wie ich meinen ersten Champion auf Level 7 mache. Wenn das nicht geil ist. Oh. Oh, wow. Ich dachte, da passiert jetzt was Cooles, so dass da so ein Fenster ploppt. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Champion auf Level 7. Da kam einfach nichts. Hä, da ist ja echt nichts passiert. Schade, ich dachte, das wird ein bisschen cooler. Okay, ich will noch irgendwas mit den Skins jetzt hier machen. Warte, was haben wir denn hier noch? Da, der ist hässlich. Vielleicht kann ich 3 Stück rerollen zu einem... Obwohl, nein, ich brauche blaue Essenzen. Wobei, oh, das ist ein Skin, den es nicht mehr gibt, ne? Und vielleicht werde ich mal Twitch-Main irgendwann in der Zukunft. Dann ärgere ich mich. Oh, und das ist... Poro Sejuani. Nein, ich habe zu gute Skins. Ich kann die nicht... Ich kann das nicht machen. Ich kann die nicht aufgeben, diese Skins. Wobei doch, hier, guck mal, der Weiß-Skin, der ist hässlich. So, Essenzen. Wie viele Essenzen brauchen wir denn für den Fizz-Skin? 1050. Das schaffen wir doch locker noch, oder? Oh, Cutter-Skin will ich eigentlich auch nicht. Oh, ich habe zu gute Skins. Miss Fortune will ich auch nicht rerollen, weil ich bin ja AD Carry Man und ich habe noch keinen Miss Fortune-Skin. Das, ach. Okay, Anivia, so, die spiele ich eh nie. Und das sollte dann... Nee, oh, ich hätte jetzt fast geupgradet. Das wäre ärgerlich gewesen. Ah, das reicht dann immer noch nicht. Da müssen wir immer noch einen disenchanten. Okay, jetzt ist... Was ist denn das für ein LeBlanc-Skin? Elderwood LeBlanc. Hm. Nein, jetzt hier. Es tut mir leid, Skritzel. Ich kann dir den Jonas-Skin doch nicht schenken. Ich hoffe, du verstehst das. Ich muss jetzt leider doch hier in Essenzen umwandeln, damit ich meinen Fizz-Skin endlich kriege. Tut mir leid, aber man muss auch mal Opfer bringen, ja. So, 1306 Essenzen und dann geht's hier los. Oh, ist er... Wenn ich den jetzt disenchanted hätte, ne, dann wäre ich ja ausgerastet. So. Upgrade to skin permanent. Upgrade. Kommt da jetzt irgendwas Cooles? Das laggt doch einfach bei mir aus. Nice. Ja. Cool. Geiles Video, oder? Also, der Client hat bei mir gelaggt. Die Qualität vom Client ist wahrscheinlich nicht ganz so geil. Ich habe nur 6 Kisten oder 7 Kisten oder so aufgemacht. Dafür habe ich keinen einzigen Cent. Da ausgeben. Das könnt ihr als Message dieses Videos sehen. Gebt nicht zu viel Geld für Online-Games aus. So, jetzt hat das Video auch noch eine diepe Message und perfekt, oder? Da würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Lasst auch mal eine Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, ob interessiert euch das überhaupt, wenn ich so Kisten noch mache. Ich meine, ich kann das anscheinend eh nur alle 4 Monate machen, weil ich ja kein Geld ausgebe für sowas und das mega lange dauert, diese Keys zu kriegen. Wie viele Kisten habe ich denn noch? Ja, 17 Kisten. Als ob ich die jemals alle geöffnet kriege, ohne Geld dafür auszugeben. Das ist eigentlich unmöglich. Aber macht ja auch Sinn, dass sie das so machen. Die wollen ja natürlich, dass man Geld dafür ausgibt. Deswegen macht das schon Sinn. Also, ne? Haben die sich schon was bei gedacht? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das überhaupt drin interessiert, so Hextech, Chest Opening. Wahrscheinlich die meisten nicht. Die meisten gucken ja auch nur Minecraft so. Dann interessiert das erst recht nicht. Dann könnt ihr ja gar nichts mit dem Spiel anfangen. Aber dann guckt ihr wahrscheinlich das Video auch schon nicht mehr. Deswegen, alle, die jetzt noch gucken, ich habe schon 10.000 Mal gesagt, also, ne? Egal, ich sag's nochmal. Alle, die jetzt noch gucken, schreibt mir ruhig in die Kommentare. Noch mehr Hextech-Chest-Opening immer, wenn's geht. Oder soll ich einfach so die Kisten aufmachen und darüber kein Video machen, ja. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao!